Herzlich willkommen zurück, meine Freunde, hier bei Pokémon Let's Go Pikachu. Wir haben in der letzten Folge ein bisschen Backtracking nebenbei gemacht, versucht ein bisschen Sandam zu leveln, ja, so halb-halb, hat auch zum Teil funktioniert, so. Habe ich eigentlich, ich bin nicht hier runtergesprungen, okay. Und jetzt sind wir noch dabei, gerade die letzten Reste vom Backtracking zu erledigen, denn ich wollte noch eine Sache nachgucken. Das mir jetzt eingefallen ist, als ich hier diese Route geplant habe, hier lang zu, hier rüber zu gehen. Und zwar in diesem Pokécenter, was wir da haben, gibt es ja. Hast du das gefunden? Hallo? Ich darf hier nur nicht, muss aufpassen, dass ich nicht zu nah rangehe, weil sonst würde es ja den Pokéball zurückgerufen. Und zwar konnte man ja damals in diesem Pokécenter, ich wollte gerade sagen, den Pokécenter, Carbador kaufen. Zahltag, danke. So. Danke, dass du mir sagst, dass das kleine Gesteins-Pokémon ist. So, sonst ist hier nichts, ne? Niemand? Nein? Okay. Hallöchen, hallo Schanera. Nein, ich wollte Schanera ansprechen, nicht dich. Ich finde es schön, dass sich Schanera so freut. So. Gön. Ja. Oh, hallo Pummeluff. Genau das dachte ich mir gerade. Ich kann nicht mit Pikachu spielen, weil es eingeschlafen ist. So. So, ach, der wahrscheinlich der Dude da hinten. Aber ich will eigentlich mit dem hier erstmal sprechen. Ja, okay, danke. Danke, danke. So, verkaufst du mir das Carbador? Warum nicht? Dann gib mir das Carbador mal her. Den Wucherpreis von 5. Warum den Wucherpreis? Das ist doch kein Wucherpreis. Carbador ist für einen. Für seine Nutzlosigkeit bekannt. Boah. Ob Meer, Fluss, See oder Pfütze. Es schwimmt durch verschiedene Gewässer. Was ein fieser Pokédex-Eintrag. Alter, finster, mies. Also jetzt haben wir zumindest auch das Carpador. Ja. Das wäre lustig, wenn man quasi das Carpador hier. Ach Gott, jetzt finde ich meine Worte nicht. Vor der Arena kriegen könnte. Ist ja richtig. Weil es bringt ja einem da nichts, ne? Ja, hier hast du ein Wasser-Pokémon, ja? Es ist aber ein Carpador. Egal, es ist ein Wasser-Pokémon. Challenge bestanden. Du darfst in die Arena. Paras. Ich glaube, wenn ich Evoli durchspielen sollte, dann werde ich mich in Paras holen. Spiel ich mit Paras durch. Oh, ich finde aber so schön, wie die Orte einfach überarbeitet haben. Habe ich eigentlich hier geklickt? Scheinbar. Niaum. So. Spring. So, da oben komme ich ja nicht dran. Doink.
Das ist ein Sandarm. So. Okay, dann checken wir jetzt noch Azuria City nochmal durch. Ich glaube nicht, dass ich alles hier gecheckt habe. Ich mache das jetzt mal im Schnelldurchlauf hier, also. Was ist eigentlich mit dem Fahrradladen? Weil ich meine, wir brauchen ja theoretisch ja für die eine Stelle ja Fahrräder für den Radweg. Genau, hier unten war ich glaube ich gar nicht. Ja, okay, das hat. Diese Wohnung hat keine Tür. Sie existiert einfach nur. Hallo, Bibi. So. Mhm. Ja. Gut, danke. So, haben wir hier noch was? Nee, hier ist nichts mehr. Du hast auch keine Informationen mehr für mich. Hier gab es das Bisasam drin, hier habe ich das schon angequatscht. Gab es hier noch was? Ein Säuser bin ich auf jeden Fall, genau das, wo ich durchlaufen konnte. Nee, danke. Also, nein. So, was haben wir hier? Ah ja, stimmt. Mit dieser Vorteile. Ich wurde vorhin in der Tür und super gestoppt. Und nur weil ich mein kleines Nixler dabei hatte. Pah. Ich bin mal ganz ehrlich, ja. Oh, nix schön und gut. Aber wie groß ist das Haus eigentlich? Dass ein Onyx halb aufgerichtet darin Platz finden kann. Das ist schon monströs, also. Dürfen wir jetzt mal nicht außer Acht lassen. Yep. Einmal Spaltschnitt bitte. Und zack. Okay. Das ist ein Pummelhof. Ich hatte eigentlich echt die Vermutung, dass wir irgendwas da noch Größeres verpasst haben, aber allem Anschein ja halt nicht. Wartet mal, habe ich eigentlich, ich sehe ja Chanera im Pokécenter, habe ich davon jetzt einen Pokédex-Eintrag oder so, weil ich das ja da ansprechen kann? Nee. Habitate. Ja. Evoli gibt es wild zu fangen. Das ist schon mal gut. Aber auf dem Radweg. Wie soll ich denn da hinkommen ohne Fahrrad? Außer man kann es natürlich da mieten. Dann will ich da nichts gesagt haben. Aber gut. Sandan. Stimmt, wir haben ja da noch die Kampfarena. Oh. Hier ist eine Tür offen. Oh, hier gibt es einen Chanera. Hallo Chanera. Hi. Dann bist du groß und rund. Hm. Ah, Nachahmen. Ach, warte mal. Das ist das Haus hier. Tatsache. Okay. Die Nachahmerin. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Das Dodo. Hallo Dodo. Ich bin kein Spiegel an der Wand. Wer ist das? Wer ist die Süßeste im ganzen Land? Hi, wie geht's? Magst du Pokémon? Hä? Warum fragst du mich? Das wollte ich doch von dir wissen. Was soll das denn? Du bist total seltsam. Ich soll aufhören, Leute nachzumachen. Aber die Nachahmerei ist mein Hobby.
Ich habe. Warte mal. Warte mal. Aber vielleicht. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt was bringt, aber ich versuch's mal. Anton, du musst mal das Team. Aber warte mal, ich muss das ja. Ich muss das ja hier rüber machen. Ach Gott. Ein Team entfernen. Ich finde das echt interessant. Meine Switch ist 30 cm neben mir. Und manchmal, wenn ich da Sachen eingebe, wird das verschluckt. Zum Team hinzufügen. Ja. So. Okay. Und dann würde ich mal sagen, aus dem Pokéball holen. Gucken, ob das was bringt. Du bist es. Bist du hergekommen, damit ich wieder nachmachen kann? Du hast dein Pipi dabei? Möchtest du mir das zeigen? Ja, das steht doch vor dir. Oh, ein echtes Pipi. Das habe ich noch nie eins gesehen. Wie toll. Danke, dass du es mir gezeigt hast. Dafür schenke ich dir diese Themen. Also, Delegator. Tatsache, das hat echt was gebracht. Okay. So. Aber jetzt kommt mal wieder Sondern. Aber eigentlich hätte man drauf kommen müssen, so viele Pipis wie hier rumstehen. So. Ich dachte, das Haus der Nachahmerin war immer hier. Aber das kann ich auch verwechseln. Hallo. Hallöchen. Okay. Jetzt lassen wir uns natürlich nichts mehr, von nichts mehr abbringen. Wir haben jetzt zwei TMs abgestaubt. Nice. Delegator. Für normale Matches finde ich eher unbrauchbar, aber für Competitive Matches ist es eigentlich unabdingbar, dass man mal einen Delegator benutzt. Heute seid ihr ja fleißig am Spawnen. Oh. Eine kleine Straße zwischen zwei Städten. Nach. Ach, Route 7. Hat ja ganz eigenen Charme. Oh, bist du bereit? Ja, lass uns kämpfen. Na dann, wer ist denn etwas Musik? Dieses Stück nenne ich Pokémon-Kampf. Dein Ernst? Dann. Oh. Porenta. Okay. Level 29. Nein, wir werden Sandam nicht boosten. Boosten wäre jetzt hier die falsche Option. Sandam würde es Porenta allgemein. Was? Warte mal. Warte mal. Ich kriege jetzt richtig auf. Okay. Gut. Warum nicht? Knuddelhoff. Will ich es riskieren? Ja, warum nicht? Ich muss ja Last ein bisschen nachholen. So. Auf geht's, da kommt Knuddelhoff. Okay, wer steckt jetzt den Treffer ein? Du, Flor, diesmal. Du, Flor, die bessere physische Verteidigung. Aber das ist Porenta Rasierblatt kann. Hallo? Welcher Let. Wo sind wir denn hier? Oh Mann. Äh.
Fassade. Okay. Fassade ist mies. Okay, wir haben noch 30 HP, das heißt also... Ja. Wir können den Treffer wegstecken. Wir heilen. Pff, genug. Wir heilen echt genug, weil Schnuddeluff einfach so viele Base-HP hat. Nein. Du kommst jetzt bloß nicht nochmal mit Gesang. Dann dreh ich am Rad. Und Level up für Duflo. Zack. Und Level 17. Trigos erreicht Level 19. So. Danke für diesen tollen Kampf. Dafür bekommst du das von mir. Fassade. War irgendwie klar. So, warte mal. Hier ist irgendwo ein Item. Ah. Irgendwas wollte ich machen. Genau, ich wollte wieder Anton reinholen. Damit Anton sich auch entwickelt. So. Pipi, Anton da. Zum Team hinzufügen. Pipi, tschüssi. So. Okay, dann einmal heilen und dann... Einmal heilen und dann, ja. Einmal fix zum... Versteck. Doch die Stadt habe ich komplett durchforstet, weil ich ja nach Evoli gesucht habe. Zumindest kann ich mich daran entsinnen. Die Dame, die habe ich jetzt mir auch mal erklären lassen, die sorgt dafür, dass ich Wesen bestimmen kann, die die Pokémon bekommen sollen. Die ich fange halt. Auch eine ganz coole Sache. Um halt ein bisschen Zeit zu verkürzen. So, dann kümmern wir uns mal endlich hier um das Rocket-Versteck. Hm. Komm schon, los, nur noch ein bisschen. Arg. Was geschafft? Sag mal, Jesse, sollten wir nicht langsam ins Versteck zurückkehren? Was denn? Wir werden doch wohl unsere wohlverdiente Freizeit genießen können, oder? Genießen können. Immerhin haben wir dem Boss vorhin ein astreines Tragosso gebracht. Außerdem habe ich schon wieder vergessen, wie die Geheimtür zum Versteck aufgeht. Du musst das Poster untersuchen. Ernsthaft. Es sind so viele Winken mit dem Zaunfall, kannst du auch hier in dem Spiel doch gar nicht geben. So. Mein Job ist es, dieses Poster zu bewachen. Wer sich mit mir anlegt, wird es bereuen. Ach so. Ja, Jobbeschreibung. Posterwächter, ne? Radikal. Also wenn Pikachu jetzt mal einen sonderen Boost gibt, dann würde ich den Kampf sogar eingehen. Hm, schade. Das wollte ich jetzt nicht nochmal antücken werden. So. Einwechseln. Auf geht's, du Flor. Biss. Und Megasauger. Hyperzahn. Oh, das tut mir ja weh. Dankeschön für die KP. Die warst du mir noch schuldig. Und nochmal bitte. Superzahn. Aua. Superzahn ist natürlich sehr, sehr mies.
das war's mit der Radikal Matchup. Das gibt Ärger. Na. Geh mir einfach aus dem Weg hier. So weiter fliegt es doch noch auf. Wo wir von dem Rocket unser Versteck haben. Ich muss dringend mit dem Boss reden. Ist der Boss nicht im Versteck? Oh, der Poster ist ein versteckter Schalter. Dann schließt sich ihn zu betätigen. Klick. Das hört sich an, als wäre es links passiert. Hört sich an, als wäre irgendwo was. Ja. Liegt irgendwo ein Item. Eine Beere auf dem Boden gefunden. Dreimal sind schon Leute draufgetreten, die ins Versteck gegangen sind. Wie ist er eigentlich da reingegangen, ohne dass er die Tür vor aufgemacht haben? Rocket-Versteck. Hi. Psst, nicht zu laut. Ist hier denn jemand gefolgt? Gut, ich bin nämlich eine schöne Spionin auf an der Kaffeemission, musst du wissen. Was machst ein Kind wie du denn in einem gefährlichen Ort? Ich würde mich immer umsehen. Ich will Team Rocket besiegen. Hehe. Du hast Mumm, das gefällt mir. Weißt du was? Als kleinen Andenken an unser Treffen kriegst du ein Geschenk von mir. Okay. Huhu. Jetzt kann ich zum Rocket-Rüpel werden. Her damit. Kann das gilt auch für mein Pikachu? Okay, das macht irgendwie Kleidung. Ne, Pikachu bleibt im Gentleman Style. So. Ich werde jetzt zum Rocket-Rüpel. Jo, das passt doch. Schuhe. Okay, das wusste ich nicht, dass die hellen Schuhe tragen. Tasche. Oh, sehr schön. Okay. Jetzt bin ich ein Rocket-Rüpel. Jetzt dürfte ich hier nicht auffallen. Verdammt! Du hast nur mal einfach so ein Thema. Ich bin doch einer von euch. Ich hab doch die Uniform an. So. Ein Goldbart. Na, Lars, komm mal zurück. Pikachu muss das mal übernehmen. Ich bin doch auch ein Team Rocket-Rüpel. Was soll das? Sternschauer. Sollte eigentlich fast gar keinen Schaden machen. Sag ich ja. Ach komm, Madonna. Direkt vom Olymp. Donner. Batz, weg bist du, Golbert. Bye, bye, Golbert. Ui, sind das viele Erfahrungspunkte. Laster reicht Level 18. Danke für 5 Hyperbälle. Hier stehen Monitor rum, Laptop, normaler Rechner. Da ist ein Server oder sowas in der Art. Oh, da liegt was unter dem Tisch. Stärkebonbons, aha. Achso, das ist so eine Sperre. So, jetzt bewerkst du mich doch. Ah, wer bist du? Wie bist du hierher reingekommen? Ja. Die Tür stand offen. Das Poster ist aber auch keine gute Tarnung, wenn ihr einen Wächter da vorstellt. Smogon. So. Du, Flor, übernimmst. Schlimm wird es nur, wenn TMs dann auf die Trainer zukommen würden. Wenn dann zum Beispiel ein Smogon jetzt anfängt, einen Flammenwurf rumzuballern oder sowas. Klär Smog.
Das macht halt so viel Schaden. So. Einmal Megasauger bitte. Dankeschön. So, Klärsmog. Süß. Und noch einmal. Zack, danke. Und das war's für dich, Smogon. Ratzfratz. Das sollte sogar Sandan alleine schaffen. Ich kann's ja mal versuchen. Auf geht's dann. Ratzfatz. Gut. Ich versuche den Giftschachter erstmal zu vergiften. Knirscher. Ja. Okay, der Verteidigungsdrop. Schon tun wir es erstmal wieder revidieren, unsere Entscheidung. Verteidigungsdrop in der ersten Runde ist halt total mies. Also ich habe keine Vergiftung drauf bekommen und einen Verteidigungsdrop. Ergo sollten wir diesen Kampf nicht eingehen. So, Doppelkick. Zack und zweimal Ende. Wen hast du noch? Ein schickes Goldbart, was so gute Erfahrungspunkte bringt. Nee, da wechsle ich definitiv nicht nochmal ein. Nicht für einen Ratzfratz. Für einen Golbat oder so ein. Okay, Pikachu, gut gemacht. Für einen Golbat oder so wechsle ich ein, aber nicht für einen Ratzfratz. Was nur ein paar Erfahrungspunkte gibt. Das ging die Hose. Ah, solltest du mal deine wechseln, ne? Na, Sandan, wie geht's dir? Es ist happy. Aber zumindest halten sie sich an Sicherheitsvorkehrungen. Ich meine, einen Feuerlöscher haben die hier. Obwohl die so oder so im Arsch wären, wenn hier unten mal das Feuer ausbricht. Murgeltrübel fordert dich heraus. Ein Hypno. Oh, ah. Ein Hypno. Das ist, wird schon eine schwerere Geburt. Hypno ist nämlich relativ tanky sogar. Psystrahl. Okay, keine Verwirrung. Sehr gut. Versuchen wir es mal damit. Bams! Kopfnuss. Pikachu weicht blitzschnell aus. Sehr schön. Einmal Donnerblitz. Guck, ob der mehr Schaden macht. Nee, dachte ich mir schon. Siegstrahl. Häng dich rein, Pikachu, wir haben es gleich. Bams und weg ist es. Bye bye. Level up für Pikachu. Sehr schön. Also 1000 WP sind schon ungefähr das Level 35, okay. Also momentan bin ich so ein bisschen habe ich so ein bisschen die Vermutung, dass halt die Werte prozentual auf die WP einfließen. Aber irgendwie nicht ganz, weil als ich schon mal zusammengezählt habe, müssen die halt ein bisschen anders berechnet werden. Also eventuell halt auch prozentuale Anteile, dass halt zum Beispiel der Wert ein bisschen mehr gibt und der Wert ein bisschen weniger. Keine Ahnung. Sieh an! Unser kleiner Eindringling.
Unsere Leute oben haben schon gemeldet, dass du bald hier hereinscheinen würdest. Ja, aber ich bin nur einer von euch. Ich bin doch einer von euch. Warum tut ihr mir das an? Mein Pokémon ist jetzt nicht die optimale Wahl, aber ein Golbat bringt schöne Erfahrungspunkte. Kriegt Lars bestimmt sein Level-Up dafür. Sternschauer. Boah, ist sogar gut. Dann können wir das einstecken. Locker. Einmal Donnerblitz, das sollte reichen. Und tschüss. Sehr gut. Bye, 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 bye. Und tschüss, und tschüss, und tschüss. So. Ich habe verloren? Das kann nicht sein. Doch, du hast verloren. Das kann sein. Finsteraura. Boah, Finsteraura schickt das Dunkel. Haben wir jemanden, der Finsteraura lernen kann? Abgesehen von Pikachu, weil Pikachu irgendwie gefühlt alles lernen kann. Spukball, Knuddler. Also Eisenschweif. Psychokinese. Enton. Könnt ihr mal das... Obwohl. Also Sandam könnte ich eigentlich dann Eisenschweif auch beibringen, weil Eisenschweif kann das ja nicht von alleine lernen. Beleber. Dankeschön. Okay, warte mal. Achso, Pikachu reagiert auf das Item. Hui. Okay. Genau. Okay, eigentlich hätte ich da auch mir das sparen können. Den nächsten Umweg. Ein Sonderbonbon, dankeschön. Sandam macht's nichts aus. Sandam läuft einfach drüber. Denkst du, I don't give a fuck. Hä? Hier war sonst immer einer. Wo haben sie den denn hinge... Ah, da haben sie ihn verfrachtet. Na, hast die Feuerlöscher gerade gewartet. Es wäre besser... Mist, jetzt habe ich die Taste mitgedrückt. Fordert dich heraus, yo. Komm mal her. Mein Ratzfatz. Auf geht's. Bald kannst du bei den Großen auch mitspielen, Sandam. Zumindest sobald du dich entwickelt hast. Würde ich mal sagen. Tiefschlag? Na, das funktioniert nicht. Absorber. Knirscher. Au. Fast der One-Shot. Ich glaube, ich wechsle aber jetzt. Außer du hast jetzt ein großes Pokémon noch in der Hinterhand, dann würde ich wechseln, aber sonst. Wenn er kein großes hat, dann wechsle ich nicht. Ja, wie gesagt, für einen Ratzfatz wechsle ich jetzt nicht. Die Erfahrungspunkte brauchst du jetzt nicht nochmal. So, oh, Level 29. Nein, danke. Drogos Level 20, sehr schön. Voltoball. Nee. Das nuckel ich einfach aus mit einem Megasauger und Gutes. Wenn wir hier auch wieder KP haben. Kreideschrei. Ich dachte eigentlich, jetzt kommt ein Ultraschall. Oh, das hat er noch überlebt. Das gibt's ja nicht. Okay. Und da kommt der Ultraschall und der verfehlt Duflo. Satz mit X, das war wohl nix, ne?
Okay. So, dann machen wir noch hier gerade mal den Check. Was ist da? Ah, hier sind wir. Okay. Damit würde ich aber sagen, das war's erstmal für die erste Runde hier in Team Rocket Versteck. Ich sehe schon Mosey da drüben. Und wir sehen uns. Danke für die Update-Daten. Beim nächsten Mal wieder. Also, bis dahin.